Willkommen zu unserem heutigen Video. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christian Walter und wie jede Woche wollen wir Ihnen einige interessante Trading-Themen vorstellen. Dazu nehme ich dich jetzt direkt mit hier auf den PC. Ja, was wir in den letzten Tagen festgestellt haben, ist, dass vor allen Dingen der Financial-Sektor oder Finanzsektor in Amerika weiterhin richtig gut läuft. Wir sehen hier im Hintergrund mal ein ETF, XLF, was man kann sagen, eigentlich seit Anfang November, wo der Kurs noch bei 25 stand, hier wirklich sukzessive auf neue Höchststände gelaufen ist. Wir hatten so eine kleine Phase im Januar, wo es jetzt vielleicht etwas seitwärts gelaufen ist, so wie Ende Dezember. Aber jetzt Februar, März, sehr guter Anstieg. Es gab hier sehr große Wetten, dass sich das Ganze fortsetzt mit teilweise Zielpreis 45 bis zum September. Wir sehen heute natürlich hier, vielleicht soll ich eine andere Farbe nehmen, sehen hier natürlich nochmal extremes Call-Volumen über dem Doppelten, was natürlich den Kurs auch nochmal ein Stück auf ein neues auf einen neuen Jahreshöchstkurs gedrückt hat. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch dann schlussendlich in vielen einzelnen Finanztiteln wieder. Da ist es jetzt egal, ob wir auf Einzelbanken wie JP Morgan schauen oder auch auf die Citigroup. Das sind natürlich im Endeffekt bei den ETFs Dinge, die mit beinhaltet sind. So haben wir hier fast einen identischen Verlauf bei JP Morgan. Der Wert hier auch von knapp 100, 105 Dollar auf 160 gestiegen. Bei Einzelbanken hat man dann sicherlich nochmal ein Stück mehr Performance-Möglichkeit, wenn man die richtige Bank hier trifft. Zum Beispiel, wenn wir uns die Citigroup anschauen, da ist es von 43 vielleicht im vergleichbaren Zeitraum auf 75 gestiegen. Das sind natürlich prozentual ganz andere Größen als beim ETF. Aber der große Vorteil ist natürlich, bei den ETFs sind wir nicht so stark abhängig von den Quartalszahlen. Die spielen natürlich dann nur einen Bruchteil eine Rolle, je nachdem, welchen Wert sie dann hier handeln. Also die großen Gaps werden hier ausbleiben. Die haben wir in der Regel dann bei den Banken selbst. Das war einer der Titel oder das waren einige der Titel, die diese Woche auch recht gut gelaufen sind, ohne jetzt die großen Ausbrüche hier zu haben. Ansonsten war es diese Woche wirklich schwierig, vielleicht ähnliche Titel zu finden, wie es in den letzten Wochen der Fall war. Wir haben hier wieder einen alten Bekannten mit Express Incorporation, die heute mit 20% im Plus ist und auch die letzten Tage eigentlich ganz gut performt hat. Muss ich erinnern, Anfang März war der Wert noch bei, wenn wir hier den 8. März hernehmen, noch bei 2,50 Dollar. Also der hat sich schon wieder verdoppelt und kommt auch so ein Stück wieder in die Region, wo wir vielleicht Ende Januar, Anfang Februar waren. Wir hatten das ja in den letzten Videos auch schon einmal bei anderen Titeln wie GameStop oder AMC festgestellt. Also da kommt immer noch mal etwas Bewegung rein. Aber dass wir jetzt viele neue Titel haben, wo wir jetzt ähnliche Bewegungen sehen, das ist momentan eher die Ausnahme. Also da kommt recht wenig nach. Vielleicht auch hier ein kleines Indiz, dass die Luft vorerst vielleicht erstmal raus ist. Man erstmal schauen muss, wie sich das jetzt nach dem Hexensabbat morgen dann verhält, wo viele Optionen auslaufen, wo die Futures natürlich dann der letzte Handelstag der jeweiligen Future-Kontrakte ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dann jetzt Ende März, Anfang April weiterentwickelt. Aber natürlich will ich trotzdem noch den ein oder anderen Titel Ihnen mit zeigen. Wir sehen auch eine Fortsetzung der Bewegung im Automobilsektor. Hier vor allen Dingen General Motors und Ford zu nennen. General Motors halt auch mit einem Ausbruch. Aber die sind natürlich alle schon recht gut gelaufen. Und da stellt sich immer die Frage, wie weit kann es hier noch nach oben gehen? Ein Wert, der diese Woche auch besonders aktiv war, ist Boeing mit dem Symbol BA. Da gab es auch wirklich richtig gute Call-Käufe. Das hat sich letzte Woche schon angedeutet, wo der Wert hier über 240 ausgebrochen ist. Aber man sieht es auch an den Laufzeiten bei den einzelnen Optionen, dass sich jetzt hier kaum jemand über einen längeren Zeitraum oder wenige Positionen über einen längeren Zeitraum ersichtlich sind. Das deutet auch immer darauf hin, dass man momentan eher eine abwartende Haltung einnimmt und da vielleicht von Woche zu Woche schaut. Ganz anders ist es bei zwei Werten, wo wir deutliche Signale für einen möglichen Einbruch sehen. Das ist hier zum einen
Ein ETF, oder sind beides ETFs. Das ETF hier mit dem Kürzel ICLN ist ein ETF auf den ja, grünen oder ja, sagen wir mal Green Clean Energy, das heißt saubere Energieerzeugung. Da haben wir, kann man sagen, schon seit Anfang Februar einen beginnenden Abwärtstrend. Und das ist auch charttechnisch, glaube ich, ganz interessant, weil hier wird jetzt mit Sicherheit eins relevant. Wir haben hier die 22-Dollar-Marke. Viele Wetten gehen jetzt darauf hin, dass es unter die 22-Dollar-Marke fällt, so wie wir es hier auch auf der linken Seite in der Put-Option sehen, wo heute viel Optionen reingekommen sind. Also hier auch das Fünffache auf der Put-Seite zu dem, was wir auf der Call-Seite sehen. Und da wird es dann spannend, auch von der Charttechnik, wenn wir jetzt die Bewegung zur 22-Dollar-Marke in den nächsten Tagen sehen, ob dann der Durchbruch passiert oder ob das diese typische W-Formation wird, wo es dann genau an der 22-Dollar-Marke abprallt. Also das kann ganz spannend werden. So von der Tendenz vom aktuellen Chart spricht eigentlich hier sehr, sehr viel dafür, dass sich die Abwärtsbewegung noch weiter fortsetzt und wir vielleicht dann im April wirklich schon auch deutlich Kurse unter diesem Niveau sehen. Ganz anders oder ähnlich kann man schon fast sagen, ist es bei TLT, weil hier haben wir einen massiven Abwärtstrend. Für diejenigen, die das ETF nicht kennen, TLT ist ein ETF auf die 20-jährigen Staatsanleihen oder wie sich die Zinsen jetzt über die nächsten 20 Jahre entwickeln. Da haben wir einen richtig starken Abwärtstrend mit extremen Put-Volumen. Hier gab es auch einige Optionen, die genau auf einen weiteren Verfall dieses ETF setzen. Hier als Beispiel mal ein, zwei auf 130 war der nächste Zielpreis bis April, aber wir haben auch längere Wetten teilweise gesehen. Und ja, wie Sie erkennen, sieht das natürlich vom Chart momentan auch ganz danach aus, als würde sich dieser Abwärtstrend fortsetzen. Da ist es immer ganz gut, wenn man auch einmal einen Blick drauf wirft, wie hat sich das denn überhaupt jetzt in den letzten Jahren entwickelt. Also mal auf den Weekly Chart gehen, wo eine Kerze eine Woche darstellt. Da kann man das recht gut erkennen, dass ja hier über mehrere Wochen, 8 Wochen kann man sagen, eigentlich immer wieder neue Tiefstkurse entstanden sind und wir höchstwahrscheinlich dann auch hier die 130-Dollar-Marke als nächste große Hürde sehen werden. Das sind auch die Wetten jetzt bis April, die momentan hier am stärksten nachgefragt wurden. Ja, das soweit mal zu den Werten von dieser Woche. Sie sehen schon, die großen Titel oder die großen Bewegungen, die wir in der letzten Woche sehr, sehr häufig haben, waren in diese Woche jetzt ja eher nicht mit enthalten. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das dann in der nächsten Woche weiterentwickelt. Wenn Sie auch keines der nächsten Videos mit verpassen wollen, dann subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zum nächsten Mal.